Ja, ich tue mich immer ein bisschen schwer, wenn jetzt digital irgendwo davor einfach geschrieben wird, weil das, was heißt das, ne? Das kann heißen, ich nutze einfach ein digitales Tool. Ja, das kann halt sein, ich mache irgendeine Befragung online, und das muss ja auch nicht automatisch besser sein. Ja, aber ich glaube so, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir leben in einer Kultur der Digitalität, die Digitalisierung ist als Prozess eigentlich ja schon ein bisschen mehr mittendrin, dann gehört zur Jugendbeteiligung heute auch, dass wir eben digitale Tools nutzen, dass wir Möglichkeiten schaffen. Und da glaube ich, das große Potenzial ist, dass es viel kreativer sein kann. Ja, also ich sage das immer, ne? Ich mache viele Projekte mit Minecraft oder mit Mindtest, der kostenlosen Alternative. Und das Tolle ist, da haben wir den unbegrenzten Lego-Kasten dabei. Ja, also es ist viel einfacher, auch mit 20 Jugendlichen an demselben Haus zu bauen, als in einem Workshop mit Lego. Es ist nie ein Baustein alle. Und ich glaube, das sind ja die Potenziale, die wir entdecken müssen von der Digitalität, ja. Und wenn dann wird da auch digitale Jugendbeteiligung draus. Und die andere Ebene ist natürlich, die unterhalten sich ohnehin vielleicht über Fragen, die sie betreffen in ihrem Sprachkanal oder in ihrem Messenger-Kanal. Und die Frage ist natürlich, wie kommen wir da rein? Wie können wir diese Erfahrung nutzen? Wie finden wir da einen Zugang? Oder wie finden wir einen Jugendlichen, der uns aus diesem Kanal berichtet? Weil da passiert ja diese ganzen Fragen von Jugendbeteiligung. Also wenn irgendwelche Sachen Jugendliche betreffen, wenn der Fahrradweg nicht funktioniert, der Bus nicht ordentlich fährt, dann passiert das ja genau in diesen Gremien, genau also in diesen Medien, in diesen digitalen Räumen. Und wie kommen wir in diese digitalen Räume rein und können das nutzbar machen? Und wenn wir das machen würden, dann hätten wir natürlich noch ein Potenzial mehr, weil wir viel mehr Material hätten, viel besser wüssten, was Jugendliche eigentlich wollen.